Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt kaum ziehe ich meine Truppen da unten ab. Was passiert, wenn ich da jetzt ablehnen und Bündnis auflösen? Ich habe da mehr Probleme, wenn ich dem Bündnis treu bleibe. Aber gut, das heißt für mich auch, ich kann den Süden jetzt erobern. Du, 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 du. So. Gut. Dann lande ich mal da unten. So, ich denke, das wird jetzt sehr blutig werden gleich. So, den Blutfresser nehme ich jetzt auch nochmal zurück. Ich brauche die, glaube ich, alle da unten. So, ich denke, der wird da ein bisschen was abreißen. So, wir werden Massenhinrichtungen machen. So, ihr werdet hier landen. Ihr werdet hier landen. So lange werde ich jetzt nicht warten. Bewegt sich darunter. So. Okay, in der nächsten Runde mal gucken. Geht's los. Problem ist halt, der hat hier auch überall kleine Siedlungen drin. Ah, versuchst du es schon wieder, ha? Huh? Aber ich glaube, die kann ich ihm schon abnehmen.
Oh, der hat leider keine Verbündeten, es tut mir leid. So. Damit gehört die erste Siedlung mir. So, Karak Asgal ist die nächste. Eieiei. Er gewinnt auch noch. Komm, hier in der Siedlung hast du ein bisschen bessere Regeneration. Der kann dann hier unten landen, der kann hier anfangen. Der wird jetzt bestimmt bei Antoch auftauchen. Aber da kann ich direkt eingreifen. So. Ich werde zwar jetzt ein bisschen was erst verlieren, aber ich denke im Großen und Ganzen kann ich vorrücken. Ja, meinetwegen, ich helfe euch gegen die Flotte der Verdammten, dann gebt mal Ruhe. Das wirft ja jetzt meinen ganzen Plan durcheinander, aber gut. Passt so auch. So.
In den Hinterhalt rein, sehr gut. Ah, die Schlacht mache ich mal selbst. Aber da hat ein paar schöne Einheiten. Alles klar, dann gucken wir doch mal. So, das erste. Hier ist erstmal die Infanterie. Dann mache ich auch ihn rein und die Champions. Und weil es sich halt auch gerade anbietet, baue ich hier auch meine Artillerie auf. So, ihr beide. Euch platziere ich auch da. Ihr könnt die Flugeinheiten von denen direkt attackieren. Basilisk. Was ist denn das da? Der goldene Greif der Torgie. Ach, das ist ein... Das ist ein Herrscher des Wandel. So, ihr kommt da aus dem Gebüsch. Es ist gut, wenn man euch nicht von vornherein sieht. Okay. So. Du greifst die blauen Gelehrten an. Und du ballerst da auf die Bestie. Du greifst den Herrscher des Wandels an. Du schmetterst da mal in die Horrors rein. Ich würde sagen, jeder hat einen Auftrag. Legen wir los. So. Zack, erstmal hier schön im Nahkampf binden, dass nicht so viel Feuerkraft kommt, wie er gern hätte.
Das ist, glaube ich, sehr schlecht, dass da so ein Ding ist. Das sieht aus wie irgendetwas, was sehr viel Schaden macht. Mal ganz wichtig, ich muss bei euch allen hier mal den das mit dem Schild ausschalten. Gut, ihr verfolgt die hier weiter. So, Munition aufgebraucht, ist kein Problem, da geht in den Nahkampf. So, instabil, sehr gut. So, sorg dafür, dass die fliehen, genau. Haha. Oh, da kommt einfach eine Hand und nimmt die mit, okay. Ja, die sind furchtbar, die Feuerdämonen. Da fehlt ein bisschen Körper an dem Gestell, würde ich sagen. Okay, wieso ist da eine brennende Chimäre? Naja.
So, macht noch hier den verstoßenen Platt. Jetzt ist er langsamer, jetzt könnt ihr ihn auch viel leichter schnappen. Können wir noch da die den Champion kriegen? Eieiei, das war ein Massaker. Aber hauptsächlich sehe ich seine Leute. Ich habe zwar auch ein bisschen was verloren, aber hält sich in Grenzen. Jawohl. Oh, mein Nahkampf-Champion hat 121 Gegner im Nahkampf besiegt. Damit ist er der Erfolgreichste. So, wenn ich die ganzen Kolonien da habe, bin ich auf jeden Fall auf einem guten Weg. So, erstmal meine Gebiete zurücknehmen. So, Leute, und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Und da werden wir auch die Schattenlegion aus diesem Gebiet hier vertreiben. Marienburg zurücknehmen, dann da kurz warten und dann greife ich da an. Gut, dann macht es gut und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao.